BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Was passiert, wenn das letzte deutsche Atomkraftwerk Ende 2022 vom Netz geht? Und was bedeutet das für die Unternehmen im Land? Wie will das Land dafür sorgen, dass auch weiterhin Strom durch die Leitungen fließt? Diese Fragen versuchte die Kompetenzstelle Energieeffizienz Neckaralb zu beantworten. 50, 80, 90, das ist der Plan. Übersetzt bedeutet das, die Landesregierung Baden-Württemberg möchte bis zum Jahr 2050 50% weniger Energie verbrauchen. 80% der benötigten Energie soll bis dahin durch erneuerbare Energien wie beispielsweise Windräder, Solarzellen und Wasserkraft bereitgestellt werden. Werden diese Ziele erreicht, bläst das Land etwa 90% weniger CO2 in die Luft. Da denkt man an Windräder, das ist wichtig. Man denkt an Photovoltaikanlagen auf Hausdächern, man denkt an Solarparks. Aber man muss auch daran denken, wie können wir bei der Wärmeversorgung unserer Häuser mehr erneuerbare Energie einsetzen. Das kann eine Solaranlage auf dem Dach sein, das kann aber auch der Anschluss an ein Wärmenetz sein, an ein städtisches Wärmenetz. Die Unternehmen sollen diese Ziele mittragen. Schließlich würden sie auch ungefähr ein Viertel der benötigten Energien verbrauchen. Deshalb haben sich die IHK Reutlingen und die Energie- und Klimaschutzagenturen der Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb zusammengetan und die regionale Kompetenzstelle Energieeffizienz Neckaralb, kurz KEF, gegründet. Sie will vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei helfen, Energie zu sparen. Aber nicht nur die Kleinen, auch die Großen müssten sich anstrengen. Unsere Automobilindustrie weiß ja sehr wohl, wo es weltweit hingeht. Da will ich gar keine Ratschläge erteilen. Aber so wie wir das sehen, geht es halt weltweit in Richtung Elektromobilität. Also Stichwort in Kalifornien und in China wird die Elektromobilität schon sehr verbreitet. Und unsere Automobilhersteller richten sich darauf ein. Und ich bin überzeugt davon, dass auch wir in Deutschland einen Boom an Elektrofahrzeugen früher oder später erleben werden. Spart ein Unternehmen Energie, sinken auch die Kosten. Außerdem steige laut KEF die Wettbewerbsfähigkeit der Firma und die Umwelt werde zum Wohle aller entlastet. Energiesparen führe also zu einer Win-Win-Situation. Deshalb setzt die KEF Effizienzmoderatoren ein, die Unternehmen für das Thema sensibilisieren wollen. Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr kam es in Hassmersheim im Kreis Heilbronn zu einem Brand von mehreren Wohncontainern im hinteren Teil einer Flüchtlingsunterkunft. Der Brand breitete sich dann auf ca. 50 Container aus. Die Bewohner konnten sich im Vorfeld in Sicherheit bringen. Nur ein Bewohner zog sich Schnittverletzungen zu. Zur Brandbekämpfung befanden sich insgesamt 63 Einsatzkräfte vor Ort. Die Wohncontainer sind unbewohnbar geworden. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft Mosbach und die Polizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine Brandstiftung gibt es bislang nicht. Ein Leitbild für Europa. Das ist es, was die Landesregierung entwickeln möchte. Deshalb war Europaminister Guido Wolf zu Besuch in Reutlingen. Das Leitbild für Europa soll verschiedene Perspektiven berücksichtigen. Daher waren auch einige Vertreter aus Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft anwesend, um dem Minister ihre Sicht der Dinge zu erläutern. Die Landesregierung hält Bürgerdialoge wie diesen an zahlreichen Orten im Land ab, um möglichst viele Ansichten in das neue Leitbild einfließen zu lassen. Dieses wird dann der Öffentlichkeit vorgestellt und der Europäischen Kommission übergeben. Soweit die BW1-Nachrichten mit dem Wichtigsten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.